Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ich darf euch alle zu diesem Gottesdienst heute Nachmittag begrüßen und willkommen heißen. Wir erinnern uns heute an das spurlose Verschwinden von Peggy Knobloch. Auch wenn es bereits 8 Jahre zurückliegt, ist es schwer, zur Ruhe zu kommen, weil viele von uns einfach immer noch Fragen haben, auf die wir keine Antworten finden. Wir sind hin und her gerissen in unseren Gefühlen. Die Ungewissheit, sie frisst an uns. Und doch wollen wir darauf vertrauen, dass Gott uns hilft, mit dieser Situation zurechtzukommen, mit ihr leben zu können, dass er uns die Kraft schenkt, unseren Alltag zu gestalten. Ich möchte zu Beginn noch einen kurzen Hinweis loswerden, nichts Weltbewegendes. In meinem Namen wurde zu der anschließenden Veranstaltung eingeladen. Ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht der Fall ist. Ich habe also zugesagt, diesen Gottesdienst auszugestalten. Aber was hinterher abläuft, ist also in der Verantwortung der Bürgerinitiative. Bloß, dass das also an dieser Stelle auch mal richtig gestellt ist. Ich lade Sie ein, dass wir zu Beginn ein Lied singen, die Nummer 165 im Gesangbuch, 165, die Verse 1, 2 und 4. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns beten. Wir klagen vor dir, Gott. Wir klagen dich an, Gott. Wir fragen dich, warum dies geschehen konnte, warum Peggy spurlos verschwinden konnte. Und doch vertrauen wir darauf, dass du hältst, was du uns in der Taufe versprochen hast, dass du uns beschützt und bewahrst im Leben und im Sterben. Wir glauben, dass du Peggy auch jetzt hältst, dass sie in deinen liebenden Händen geborgen ist. Du, lebendiger Gott, bist unsere Hoffnung in Zeit
und Ewigkeit. Amen. Ich lese aus dem Römerbrief im 8. Kapitel. Paulus schreibt: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wollen wir auf dieses Bibelwort jetzt antworten und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir jetzt gemeinsam das Lied Nummer 398 im Gesangbuch: In dir ist Freude in allem Leide. 398.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, einen Gottesdienst zu halten, ist für einen Pfarrer Alltag. Einen Gedenkgottesdienst zu halten, nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches. In diesem Fall aber ist es etwas Besonderes. Besonders deshalb, weil Peggys Leiche bislang nicht gefunden wurde, viele Menschen nicht nur in Lichtenberg Zweifel haben, ob Ulfi Kulatsch sie tatsächlich umgebracht haben kann. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren Pfarrer hier in Lichtenberg. Ich kenne die Vorgeschichte also nur aus der Erzählung anderer. Und doch macht es mich nachdenklich, ob man sich in so einem Fall damit zufrieden geben darf, dass da jemand rechtskräftig verurteilt ist, wenn so viele Fragezeichen stehen bleiben. Mir fallen Beispiele ein, wo Menschen tatsächlich Jahre und Jahrzehnte eingesessen haben und irgendwann dann doch ihre Unschuld bewiesen wurde. Das ist aber nie möglich ohne das Engagement von Leuten, die draußen sind, die nicht müde werden, nach der Stecknadel im Heuhaufen zu suchen, die hartnäckig, oft unbequem, auch immer wieder nachfragen. So begreife ich auch das Engagement der Bürgerinitiative, der es, wie ich es verstehe, nicht nur darum geht, die Unschuld von Ulfi zu beweisen, sondern die eben auch immer wieder fragt, was ist aus diesem Mädchen geworden, wenn Ulfi sie nicht umgebracht hat? Lebt sie noch? So ein Gottesdienst kann die Frage nach Schuld nicht beantworten. Und er kann auch Peggy, so schön das wäre, nicht wieder 1, 2, 3 zum Vorschein bringen. Aber er kann uns helfen, nach Gott zu fragen und vielleicht auch die Frage aufzugreifen, die uns ja immer wieder beschäftigt. Warum lässt Gott so etwas zu? Pfarrer reden über das Wort Gottes, und in diesem Zusammenhang war es nicht ganz leicht, eine passende Geschichte zu finden. Mir ist dann die alte Josefsgeschichte aus dem 1. Buch Mose eingefallen. Ich will sie Ihnen kurz erzählen. Josef ist der Lieblingssohn seines Vaters. Er bekommt ein schönes Kleid geschenkt. Die Brüder sind neidisch. Das Fass zum Überlaufen bringen dann die Träume, die Josef hat. Josef, so scheint es, hält sich für etwas Besseres. Und so fassen die Brüder den Entschluss, Josef muss weg. Zunächst wollen sie ihn töten, doch sie entscheiden sich, ihn in einen Brunnen zu werfen. Und als eine Karawane vorbeikommt, da ist die Gelegenheit günstig, da verkaufen sie ihn. Für den Vater muss aber eine andere Erklärung her. Also zerreißen sie seinen neuen Rock, das neue Kleid, und beschmieren es mit Blut. Ein wildes Tier hat deinen Sohn getötet, so sagen sie es ihrem Vater. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich denke, sie macht uns deutlich, wozu Menschen immer wieder fähig sind. Hier sind es die eigenen Brüder, die Josef umbringen wollen. Und diese Geschichte, sie zeigt uns auch, dass wir es schwer aushalten mit der Wahrheit. Dass wir manches Mal über uns selbst erschrecken, wenn wir gewahr werden, wozu wir fähig waren oder sind. Wie die Brüder mit ihrer Schuld umgehen, das wissen wir nicht. Ob sie ihre Ruhe gefunden haben oder nicht. Mit solch einer Schuld, das kann sich wohl jeder von uns vorstellen, zu leben, ist bestimmt nicht einfach. Aber hier bei dieser biblischen Geschichte, da wird der Blickwinkel, der Fokus auf Josef gerichtet. Sein Weg führt nach Ägypten. Er kommt als Sklave in das Haus eines bedeutenden Mannes, er schreibt sich Potiphar. Josef ist nicht dumm, er macht sich gut dort, hat bald eine wichtige Stellung inne. Und da ist noch die Frau des Potiphar, die hat ein Auge auf den jungen Mann geworfen und möchte Josef zu einem Schäferstündchen überreden. Doch er lehnt ab, zeigt sich loyal gegenüber seinem Herrn. Mit solch einer Kränkung kann man, in diesem Falle Frau, schlecht leben. Also schnell eine andere Geschichte erzählt. Die Kleider vom Leib gerissen. Hilfe, Josef wollte mich vergewaltigen. Auch das immer wieder eine aktuelle Frage. Wem glaubt man mehr? Hier einem Sklaven
oder der einflussreichen Frau. Und so muss Josef ins Gefängnis. Er trifft dort auf zwei Mithäftlinge, die in den Diensten des Pharao standen, den Bäcker und den Mundschenk. Beide träumen. Und Josef, der von Gott die Gabe geschenkt bekommen hat, Träume zu deuten, der erklärt sie ihnen. Für den Bäcker geht die Sache schlecht aus. Der Mundschenk aber, er kommt wieder in die Dienste des Königs. Und auch diesen plagen eines Tages Albträume, die ihm keiner seiner Gelehrten im ganzen Land erklären kann. Er sieht immer wieder, wie 7 fette Kühe aus dem Wasser steigen, die dann von 7 mageren Kühen aufgefressen werden und dennoch rappeldürr bleiben. Da erinnert sich der Mundschenk an den Josef. Und der wird auf Geheiß des Pharao aus dem Kerker geholt. Und tatsächlich kann er die Träume des Pharao deuten. Es kommen, so sagt Josef, 7 gute Erntejahre, anschließend 7 schlechte, in denen man keine Ernte einbringen wird. Und er gibt dem König den Rat, Vorratslager zu bauen. Josef, er macht nun in Ägypten Karriere. Er wird zur rechten Hand des Pharao. Eigentlich könnte diese Geschichte hier schon zu Ende sein. Doch sie geht weiter. Eines Tages wird Josef mit der Vergangenheit konfrontiert. Er trifft auf seine Brüder, die nach Ägypten gekommen waren, um dort Getreide einzukaufen, weil auch in ihrem Heimatland Hunger herrschte. Und sie erkennen ihren Bruder nicht wieder. Zunächst hat Josef nur eines im Kopf, wer mag es ihm verdenken? Er will sich rächen. Doch nachdem er seine Brüder auf die Probe gestellt hatte und merkte, dass sie ihre Lektion gelernt hatten, die Brüder sogar füreinander einstanden, ihre Schuld bekannten, kommt es doch zu einem Happy End. Josef gibt sich zu erkennen und holt schließlich, so wird uns erzählt, seine ganze Familie nach Ägypten. Und er kann im Rückblick sogar sagen, dass es Gottes Werk war, dass er von Gott auserwählt wurde, sein Volk am Leben zu halten. Liebe Gemeinde, ob man im Fall Peggy auf ein Happy End hoffen darf? Momentan sieht nicht viel danach aus. Wir erinnern uns, wie gesagt, heute an das spurlose Verschwinden von Peggy Knobloch vor 8 Jahren. Es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen dieses kuriosen Falles. Für mich, das sage ich ganz deutlich und ganz ehrlich, ist es nicht möglich, die Frage zu beantworten, was in diesem Fall die Wahrheit ist. Für manche ist es die Wahrheit, dass Ulfi Peggy getötet hat. Für andere ist Ulfi einer, der als Sündenbock herhalten muss. Und wieder andere haben das familiäre Umfeld im Blick und gehen davon aus, dass Peggy irgendwohin verschafft wurde. Die Josefsgeschichte ist eine schöne Geschichte, weil sie ein gutes Ende hat. So eine Geschichte, die hört sich jeder gerne an. Die ganze Wahrheit kommt ans Tageslicht und alle Beteiligten können damit leben. Selbst die Brüder, die Schuld auf sich geladen hatten. Die Geschichte der Peggy Knobloch ist eine traurige Geschichte, weil wir nicht mit letzter Gewissheit sagen können, was mit ihr geschehen ist. Warum geschieht so etwas? Wie kann Gott so etwas zulassen? Und wie kann es sein, dass Menschen einander immer wieder solches Leid zufügen? Das sind Fragen, die uns quälen, aber auch Fragen, auf die wir keine Antwort finden. Doch eines, und deshalb habe ich diese Geschichte erzählt, eines macht diese Geschichte des Josef für mich ganz deutlich. Gott, er kann auch auf krummen Linien gerade zeichnen. Viele Jahre waren ins Land gegangen, bis Josef als gestandener Mann seinen Brüdern gegenübersteht, die ihn gar nicht mehr erkannt hätten. Vielleicht gar nicht mehr damit rechneten, dass er überhaupt am Leben ist. Und Josef, dieser Josef kann am Ende sagen, dass Gott ihn geführt hat, dass er aus dem Bösen, das seine Brüder ihm zugedacht hatten, noch etwas Gutes gemacht hat. Ich denke, das kann auch uns heute wenigstens ein bisschen Hoffnung geben, dass Gott wirklich bei den Menschen ist,
die ganz unten sind. Dass Gott die Menschen führt, die andere längst abgeschrieben und vergessen haben. Wo wir die Welt nicht mehr verstehen, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, da hat er doch noch den Durchblick. Er weiß, was mit Peggy geschehen ist, und wir dürfen sie ihm anbefehlen, wo immer sie jetzt ist. Er war und er ist an ihrer Seite, auch wenn wir als Wegbegleiter zurückbleiben mussten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam das Lied Nummer 637 singen, von guten Mächten treu und still umgeben. 637, die Verse 1 bis 3.
Wir wollen jetzt stille werden, noch einmal jeder und jeder für sich an Peggy Knobloch denken. Lasst uns beten. Gott, wir können es noch immer nicht fassen, dass alles zu Ende sein soll. Das Gespräch, das fröhliche Miteinander, das gemeinsame Tun. Peggy ist nicht mehr unter uns. Sie fehlt uns. Und die Ungewissheit, was mit ihr passiert ist, sie quält uns. Schenke du uns weiterhin Hoffnung, auch wenn Hoffnung zu haben und zu behalten sehr schwer ist. Wir wehren uns, lehnen uns auf, sagen, das kann doch nicht sein. Hilf uns, Gott, der Wahrheit standzuhalten. Hilf uns, die Trauer zu überwinden, Schritt für Schritt. Hilf uns zu erkennen, was bleibt, und hilf uns zu hoffen auf die Zukunft bei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Union.